Zu einem Unfall kam es am Montagnachmittag auf der Bergedorfer Landstraße, Ecke Kimmer Landstraße in Steinkimmen. Hier kollidierte ein Kleintransporter mit einem PKW. Bei dem Unfall wurden drei von den beteiligten Personen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Die Verletzten wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Falkenberg war mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Da die Personen sich selbst aus den Fahrzeugen befreien konnten, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle, an der auch Treibstoff austrat, ab und verhinderte mit Bindemitteln eine weitere Verbreitung des Treibstoffes. Zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe konnte die Polizei vor Ort noch keine weiteren Angaben machen.